London Free Press, and I'm here in front of the Middlesex County Courthouse, where the Bandidos trial continues. We've been bringing you exhibits from the trial when they've been released by the court, and today we're going to show you... Heute befassen wir uns mit einem der gefährlichsten Gangster in der Geschichte von Kanada, Wayne Celestin. Er ist bis heute noch für seine Taten berüchtigt. Celestin ist wohl einer der ruchlosesten Rocker, die es überhaupt gab. Er war der Verantwortliche für den Sheldon-Vorfall, der bis heute noch seine Runden macht. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Wir werden heute die gesamte Geschichte von Wayne Celestin besprechen und dann habe ich noch zum Schluss ein Polizeiverhör von ihm, was ich übersetzt habe. Ja, Freunde, wenn euch Geschichten aus der Unterwelt interessieren, könnt ihr gerne den Channel abonnieren. Falls euch meine Videos gefallen, könnt ihr sie gerne bewerten und kommentieren. Das wäre die größte Unterstützung für mich. Dann haben wir lange genug drumherum geredet, jetzt starten wir in das Video. Zuerst werden wir seinen Aufstieg in der Unterwelt besprechen. Ich kann euch leider nicht so viel über seine Kindheit erzählen, da einfach nicht viel bekannt ist. Die einzige Information ist eigentlich, dass er in Ontario im Jahre 1949 geboren wurde. Es ist aber trotzdem fast schon sicher, dass der junge Wayne Celestin schon ziemlich aufmüpfig war. Celestin hatte wohl immer wieder Probleme mit der Polizei. Die Polizei hatte immer wieder einmal den Verdacht, dass Wayne Celestin hinter einem Verbrechen stecken würde, aber sie konnten ihm meistens nicht genug nachweisen. Celestin hatte eine lange Karriere in der Unterwelt hinter sich, als er 1984 im Alter von 35 Jahren ein Rocker wurde. Er trat dem Outlaws MC bei. Celestin konnte sich ziemlich schnell im Club beweisen und so hatte er einen rasanten Aufstieg. Er durfte 1984 schon seinen eigenen Unterclub gründen, in St. Thomas, was auch in Ontario liegt. Somit war Celestin der Präsident des Annihilators MC. Celestin war schon immer für sein ungezügeltes Temperament bekannt. So brachte er seinen Club immer wieder in Probleme. In 1989 kam es dazu, dass er in einen Streit mit einem Polizisten kam. Der Polizist drohte ihm an, dass er ihn verhaften würde und so eskalierte die Situation. Celestin stahl ein Auto, um vor dem Beamten zu flüchten. Daraufhin brach eine Verfolgungsjagd durch St. Thomas aus. Sie endete dann ziemlich abrupt, als Celestin in sein eigenes Rocker-Clubhaus gecrashed war. Der Polizist verhaftete ihn daraufhin. Der nächste Vorfall führt uns in den Juni des Jahres 1991. Ein Rocker der Outlaws ging in das Polizeipräsidium, was ein extrem seltener Zustand war. Er ging zur Polizei, um Wayne Celestin zu beschuldigen. Dieser wollte Celestin einen versuchten Mord anhängen. Laut ihm hatte er einen Streit mit ihm, woraufhin dieser seine Waffe nahm und viermal auf ihn schoss. Doch die Anklage wurde kurz daraufhin fallen gelassen. Der Rocker, der Celestin einst anschwärzen wollte, weigerte sich gegen ihn auszusagen. Somit waren keine Beweise mehr da und die Anklage war sinnlos. Die Polizei geht auch davon aus, dass Wayne Celestin der Verantwortliche für den Tod von David O'Neill ist. Dieser war ein bekannter Hitman in der Unterwelt, der sich im Kreis von Celestin aufhielt. Dieser wurde dann eines Tages leblos aufgefunden. Die Polizei verschärfte dann ihre Ermittlungen in Richtung Outlaws MC und Celestin. Die Behörden führten dann eine Razzia auf der Farm von Celestin durch. Die Farm war voll mit illegalen Gütern. Dazu zählten Waffen, Drogen und die Ermittler konnten feststellen, dass Celestin ein ziemlich rechtes Gedankengut hatte. Er kam dann aber ziemlich schnell wieder auf freien Fuß. Die Hells Angels lieferten sich während dieser Zeit einen erbitterten Kampf mit den Outlaws um die Vorherrschaft in Kanada. Die Outlaws schmissen Celestin und seinen Annihilators MC dann aus dem Club aufgrund von Celestins Temperament. Celestin war aber trotzdem noch auf Kriegsfuß mit den Hells Angels. Zahlentechnisch hatte er keine Chance gegen die Übermacht der Hells Angels. Daher schloss er sich mit dem Loners MC zusammen. Damals schloss sich eine Person dem Club an, die später in der Geschichte eine tragende Rolle spielen würde. Giovanni Boxer Macedir. Er war anfangs sowas wie der Lehrling von Celestin. Die Hells Angels selber bekamen natürlich davon mit, wer Wayne Celestin war. Sie entschieden sich überraschenderweise dazu, ihm ein Angebot zu machen. Sie boten ihm an, dass er ihnen beitreten durfte. Celestin verschwendete keine einzige Sekunde darüber, um über dieses Angebot nachzudenken und so lehnte er direkt ab. Die Hells Angels rächten sich dann kurz darauf bei Celestin. Sie sahen ihn eines Tages, wie er in seinem Pickup am Sitzen war und so schlugen sie direkt zu. Zwei Rocker der Hells Angels eröffneten das Feuer auf Celestin, doch diese Attacke schlug fehl und Celestin wurde dabei nicht getroffen. Kurz darauf schaltete sich die Polizei wieder ein
um in diesem Fall zu ermitteln. Es war die perfekte Möglichkeit, um beide Parteien zu beobachten. Sie durchsuchten dann wieder einmal die Farm von Celestin und dort fanden sie so einiges. Die Behörden fanden insgesamt 40 Schusswaffen und sogar eine Panzerfaust. Sie konnten ihn durch diesen Fund wieder einmal ins Gefängnis stecken. Doch er blieb auch dieses Mal nicht lange in Haft und so wurde er auf Kaution freigelassen. Mittlerweile sind wir im Jahre 2000 angekommen. Die Hells Angels hatten mittlerweile die Überhand in Kanada. Viele kleine Clubs schlossen sich ihnen an und so wurden sie immer mächtiger. Celestin entschied sich aber trotzdem dazu, immer noch gegen sie zu kämpfen. Um sich und seine Leute zu verstärken, entschied er sich dazu, sich dem Bandidos MC anzuschließen. Die Bandidos sind wahrscheinlich der zweitmächtigste Club auf der Welt laut den Behörden. Celestin war zwar auf Kaution aus der Untersuchungshaft freigelassen, aber der Fall stand trotzdem noch offen. Er wurde zu 2 Jahren in Haft verurteilt, die er auch absitzen musste. Als er rauskam, musste er feststellen, dass sein einstiger Lehrling Giovanni Macedir mittlerweile zum nationalen Bandidos-Präsidenten aufgestiegen war. Das war Celestin wohl von Anfang an ein Dorn im Auge. Celestin und sein Club waren auch im Drogenhandel aktiv. Das Meth war zu dieser Zeit die lukrativste Droge für die Unterwelt und dadurch wurden auch Unmengen an Geld verdient. Macedir war aber strikt gegen den Meth-Verkauf bei den Bandidos, da er diese Droge für unmoralisch hielt. Er war aber wahrscheinlich selber abhängig von einer Droge. Nichtsdestotrotz hat er ein Verbot für den Meth-Verkauf ausgesprochen. Das galt für die Bandidos und ihre Unterclubs, also Celestin war auch davon betroffen. Michael Santam war auch ein Rocker der Bandidos, der sich auf die Seite von Celestin stellte und somit gegen Macedir war. Die beiden waren davon überzeugt, dass Macedir dem Club nur schaden würde. Die Bandidos aus den Vereinigten Staaten teilten diese Meinung wohl auch. Daher schlossen sie die kanadischen Bandidos aus ihrem Club aus. Die kanadischen Bandidos wurden dann zur No Surrender Crew, die von Macedir angeführt wurde. Es gab jedoch ein Problem, das den amerikanischen Bandidos ein Dorn im Auge war. Einige Member der No Surrender Crew nutzten noch die Bandidos Badges, was ein No-Go in dieser Szene war. Die amerikanischen Bandidos wussten auch, wer der perfekte Mann war, um dieses Problem zu lösen. Wayne Celestin. Sie vereinbarten ein Treffen mit Celestin und Michael Santam im Jahre 2006. Dieses Treffen fand im Peace Arch Park statt. Dieser Park ist ein beliebter Ort für solche Treffen. Personen, die kriminell aktiv waren, haben es extrem schwer an der amerikanischen und kanadischen Grenze. Dieser Park ist sowas wie eine Grauzone, direkt an der Grenze. Celestin und Santam trafen sich dann eines Tages mit einem hochrangigen Bandidos-Rocker in dem Park. Dieser versprach dann Celestin, dass er zum nationalen Präsidenten der Bandidos werden würde, wenn er der No Surrender Crew die Patches nehmen würde. Also der Auftrag an Celestin war es, dass er nur die Patches nehmen musste. Für diesen Auftrag musste also keine Gewalt angewendet werden. Würden die beiden den Auftrag nicht annehmen, würden sie von den Bandidos verbannt werden. Daher nahmen Celestin und Santam den Auftrag an. Santam organisierte dann eine Crew, die er für vertrauenswürdig hielt. Die Rocker trafen sich dann auf der Farm von Celestin und sie quartierten sich dann ein. Sie schmiedeten dann einen Plan, wie sie die Patches bekommen würden. Dann kam die Zeit, als alles bereit war. Celestin beschuldigte Jamie Flans, der ein Rocker der No Surrender Crew war. Celestin hatte sowieso ein Problem mit Flans, weil dieser jüdischer Abstammung war. Macedir hatte die Anschuldigungen von Celestin nicht ernst genommen, doch Celestin bestand darauf, dass sie sich auf seiner Farm trafen. Macedir stimmte dem Treffen zu. Santam heizte dann die Situation auf, als er Celestin immer wieder Lügen über die No Surrender Crew erzählte. Er erzählte ihm zum Beispiel, dass die No Surrender Crew plante, sich wieder den Outlaws anzuschließen. Celestin und Santam stellten sich daher auf einen Kampf ein. Sie wussten, dass die No Surrender Crew nicht so einfach ihre Patches abgeben würden. Es wurden alle Frauen und Kinder von der Farm geschickt, einen Tag vor dem Treffen. Jetzt kommen wir zum verheerenden Treffen zwischen Celestins Crew und der No Surrender Crew. Die No Surrender Crew kam gegen 22:30 am Abend an der Farm von Wayne Celestin an. Sie bestanden insgesamt aus 8 Männern: Giovanni Macedir, Jamie Flans, George Cryorakis, Luis Raposo, George Chesome, Paul Sinapoli, Frank Salamo, Michael Trotter. Die 8 Männer wussten jedoch auf keinen Fall, auf was sie sich eingelassen hatten. Luis Raposo war der Erste, dem auffiel, dass bei der Sache etwas gewaltig falsch lief. Die Stimmung war angespannt und als er dann Michael Santam mit einer Waffe entdeckte, entschied er sich zu handeln. Er eröffnete das Feuer auf Santam und er traf ihn auch. Santam hatte jedoch eine schusssichere Weste an und so wurde er nicht einmal verletzt. Er konnte sich wieder aufrappeln und so erwiderte er das Feuer, wobei er Raposo tödlich traf.
Es brach während dem Schusswechsel eine riesige Hektik auf der Farm aus. Sinapoli und Cryorakis wollten die Gunst der Stunde nutzen, um sich aus dem Staub zu machen. Doch als sie kurz davor waren, davonzukommen, wurden sie von Wayne Kalestin aufgehalten. Die Crew von Kalestin und Sentem konnte dann die Kontrolle über die Situation gelangen und so hielten sie die No-Surrender-Crew gefangen. Kalestin und Sentem waren sich zu dieser Zeit selber noch nicht sicher, was in der nächsten Zeit passieren würde. Kalestin trank immer mehr Alkohol. Er erlaubte Massidier sogar noch, dass er seine Freundin anrufen dürfte. Das nahm er dann an, aber entschied sich dazu, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Daher fragte er sie nur, wie es ihr geht und wie es ihrem gemeinsamen Kind geht. Als die Zeit verging, entschied sich Wayne Kalestin zu einer verheerenden Entscheidung. Er entschied sich dazu, jeden der No-Surrender-Crew nacheinander auszuschalten. Kalestin vollzog dann auch das, was er sich vorgenommen hatte. Beim letzten der No-Surrender-Crew konnte er nicht einmal mehr selber den Abdruck betätigen, da er zu betrunken war. Kalestin befahl dann seiner Crew, dass sie die No-Surrender-Crew in das Gebiet der Hells Angels bringen sollten. Damit wollte er diese Tat den Hells Angels unterjubeln. Doch der Plan änderte sich. Als sie gerade dabei waren, in das Hells Angels Gebiet zu fahren, ging ihnen der Tank aus. Daher stellten sie die Autos bei einer Farm ab und verbrannten diese dann. Kalestin rief kurz darauf zwei Freunde an, die ihm helfen sollten, die Beweise zu vernichten. Doch die Polizei untersuchte diesen Fall kurz darauf genauestens. Das Auto, das verbrannt wurde, war nicht einmal weit weg von der Farm von Kalestin. Daher lag es extrem nahe, dass Wayne Kalestin was mit dieser Tat zu tun hatte. Die Polizei leitete dann eine forensische Untersuchung in seiner Farm ein. Sie fanden sogar einige Schlüssel von den Opfern in dem Kamin von Kalestin. Sie fanden noch dazu eine halb verbrannte Visitenkarte, die Jamie Flans gehörte. Die Polizei konnte dann auch noch die Tatwaffen auf der Farm finden. Die Polizei verhaftete alle Verdächtigen und der Gerichtsprozess startete am 9. Januar 2007. Die Jury erklärte Wayne Kalestin und seine Mitangeklagten dann schuldig in allen Anklagepunkten. Wayne Kalestin ist bis heute noch am Leben, aber wird bis zum Ende seiner Tage hinter Gitter bleiben. Jetzt habe ich noch ein bisschen was aus dem Polizeiverhör von Wayne Kalestin übersetzt. Ich habe nur ein paar Fragen, die ich dich fragen will, okay? Wie lange könnt ihr mich hier halten, bis ihr mich wieder gehen lassen müsst? Wir halten dich hier nicht fest, okay? Also kann ich einfach gehen? Technisch gesehen, ja, du kannst gehen. Es ist eh sicherer hier, ich lege mich einfach hin und gehe schlafen. Warum sind die Anschuldigungen nicht richtig? Weil wenn ich 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag bewacht werde, ihr wisst, ich habe nichts verlassen, ich bin nirgendwo hin. Ihr wisst auch, wer bei mir im Haus war. Ihr wisst auch, wer nicht bei mir zu Hause war. Ihr wisst, wer das Haus verlassen hat und wieder zurückkam. Das ist alles Blödsinn. Ihr wisst es genau, so wie ich. Ich sollte eigentlich gar nichts mehr sagen. Wenn ihr Angst habt, dass ich mich räche oder sowas, ich bin in Pension, ich habe mit dem Ganzen nichts mehr zu tun. Also ganz ehrlich, ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert. Es macht für mich einfach keinen Sinn. Ich muss genau wissen, was du am Freitag gemacht hast. Ich muss auch wissen, was du am Samstag gemacht hast. Du kannst es uns bestimmt sagen. Ich war am Trinken, am Party machen. Kann das jemand bezeugen? Da bin ich mir sicher. Okay, bei Sachen wie diesen, wahrscheinlich ist es jetzt Zeit daran zu denken, Wayne, dass du dir selber helfen solltest. Ich glaube, dass ihr das nur macht, um mich einzuschüchtern. Ich bin hier, während ihr mein Haus durchsucht. Ich habe keine Anklagen und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, dass ich auch in diesem Fall nicht angeklagt werde. Ich glaube wirklich, dass wenn die endlich mit der Hausdurchsuchung fertig sind, dass ich eine Menge Sachen zum Aufräumen habe. Okay, wie sieht's damit aus? Hast du diese 8 Leute ermordet? Wie wäre das als Frage? Das ist wirklich eine dumme Frage. Wie kannst du mich sowas überhaupt fragen? Wie kannst du sowas zu mir sagen? Ich bin hier, weil ich dir eine Möglichkeit gebe, mit uns zu reden. Du kannst uns jetzt sagen, was du am Freitag und Samstag gemacht hast. Jetzt sitzt du hier und 8 Personen sind tot, die du alle gekannt hast und das 10 Minuten von deinem Haus entfernt. Sag mir, Wayne, denkst du wirklich, dass ich so dumm bin, dass ich sowas mache? If I'm charged with something, get it over with and let me have some sleep. All I've said to you,
Ich habe euch schon mehr gesagt, als ich eigentlich sollte. Ich habe nichts zu verstecken und es ist ein Fakt, dass ich hier rauskommen werde, wenn Sie endlich mit meinem Haus fertig sind.